Start für die SMM, die weltweit bedeutendste Messe der maritimen Wirtschaft, wurde in den Hamburger Messehallen eröffnet. Wir zeigen das Neueste in Technologie, wir zeigen das Neueste in den einzelnen Schwerpunktthemen wie Umweltschutz, in den Themen wie maritime Sicherheit und Zukunft der Schifffahrt, des Schiffbaus. Da setzen wir aufs richtige Pferd offensichtlich und das ist der Kurs, den wir in den vergangenen Jahren gefahren sind und das werden wir auch so weitermachen. Mehr als 90.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 13 verschiedene Hallen, mehr als 2.200 Aussteller aus 66 Ländern. Es wurde sogar eine zusätzliche Halle gebaut. Themenschwerpunkt in Halle A5, erneuerbare Energien. Das ist ein Riesenthema, was sich dort abspielt, nämlich das ganze Thema alternative oder grüne Antriebe, Green Propulsion, wie der Fachmann sagt. Das ist eine Halle, wo es ausschließlich darum geht, welche Entwicklungen es im Bereich der alternativen Antriebe entsprechend gibt. Also von LNG über andere regenerative Energien. Also ganz spannendes Thema, zukunftsorientiertes Thema. Sehr viele kleine, aber äußerst hochtechnologisierte Unternehmen sind dort. Und da kann man wirklich sehen, wie der Schiffsantrieb der Zukunft aussehen wird. Bereits gestern im Hamburger Rathaus die offizielle Eröffnung. Optimistische Stimmung in der krisengeschüttelten maritimen Wirtschaft. Momentan muss man ein bisschen Fröhlichkeit mitbringen. In einigen Bereichen der Branche muss man vielleicht noch ein bisschen mithelfen. Aber ich glaube, wir sind wieder auf guten Wege nach oben. Und das, was wir an interessanten neuen Entwicklungen in Deutschland, aber auch in der Welt, in der maritimen Branche feststellen, ist doch von Optimismus geprägt. Ein weiterer Schwerpunkt der SMM, verschiedene Konferenzen mit namhaften Experten. Beim Maritime Future Summit zum Beispiel zu Themen wie Automation, Digitalisierung und Datenmanagement. Bis zum Ende der Woche werden rund 50.000 Besucher aus der ganzen Welt erwartet. Die SMM ist weiter auf Erfolgskurs. Nun, ich denke, die SMM ist weltweit die wichtigste Schiffbaumesse, Schifffahrtsmesse. Hier in Deutschland und auch hier in Hamburg am Standort wird Technologie entwickelt. Und solange wir hier die Marktführerschaft haben, kann sich auch Hamburg weiterhin auf den Marktführer SMM freuen.